fingertips on my skin. There's nothing that I wouldn't give to keep this love alive. We gave it all, we gave it up. The chemistry was not enough. Bye.
gehen. Wirklich, ich freue mich richtig, dass die Sommerpause endlich vorbei ist und wir wieder vor Fortnite feiern können. Yes! Jetzt, Leute, es ist richtig nice, euch zu sehen. Falls du erstmal da bist, hey, ich bin Madita, ich darf vor mitleiten. Und ich darf euch ein paar Sachen weitergeben. Und zwar haben wir am 16.10., das kann ich jetzt schon mal sagen, die nächste vor Fortnite. Und da könnt ihr auf jeden Fall euch das Fett eintragen, wieder dabei sein. Auch die aus Regensburg, Leute, kommt einfach wieder. Yes! Wir werden im Anschluss heute ein Hangout haben. Das ist auch richtig wichtig für euch. Falls ihr Bock habt, einfach noch zu connecten, dann bleibt einfach da und connectet mit uns. Quatscht uns einfach an. Ich quatsch euch an auf jeden Fall. David quatscht euch an, safe. Und dann connecten wir einfach noch. Das wird richtig nice. Und ganz wichtig, Leute, falls ihr das erste Mal da seid oder falls ihr schon mal da wart, aber ihr habt noch keine Kleingruppe und seid ein bisschen lost in unserer Jugend, dann kommt einfach auf mich zu oder auf Silas. Silas, wink mal kurz. Silas! Jetzt! Oder auf den David. David, wink auch nochmal bitte. Komm, wink mal. Ja. Und dann connectet mit uns und sucht euch eine Kleingruppe, weil Kleingruppen sind einfach so unser Herz. Da kommen wir zusammen, da leben wir Beziehung. Da quatschen wir über Jesus. Yes! Und es ist richtig nice. Genau. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dass unser Retreat so nice war, Leute. Wie bitte? Wie nice war der bitte? Ja, ein bisschen lauter. Was ist das hier? Hallo? Yes! Er war so gut, er war so stark. Für die Leute, die nicht dabei waren, ey, gar keinen Stress. Ihr könnt das nächste Mal dabei sein, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ein Video für euch, wo ihr ein bisschen abchecken könnt, wie es war. Viel Spaß! Versprechen.
dir so begegnen, Jesus. Wir sind bereit für dich, Herr. Wir haben dich erlebt, oh Gott, der Wunder, nie endet deine Macht. Du hast so viel getan.
Herr Jesus, ein richtig fetter Applaus geben. Für das, was er tut, für das, was er getan hat, das, was er tun wird. Amen. Hallo Leute, ich bin der Dominik und Teil der Ecclesia Church. Ich will euch heute erklären, wie ich Jesus kennengelernt habe. Früher war ich ohne Jesus sehr lange unterwegs, obwohl ich in einem christlichen Zuhause aufgewachsen bin. Aber trotzdem war ich ziemlich viel ohne Jesus unterwegs, weil ich dachte, wer braucht den schon und so weiter. So, ich kann auch komplett alleine mit meinem Leben klarkommen. Hatte dann auch sehr oft Depressionen, Aggressionen und Eifersucht, sehr schlimme Eifersüchte. Und ich war einfach immer traurig und ich wusste nicht, was mir da im Leben fehlt, weil irgendwas muss ja dir fehlen, wenn man dauernd weint. Und dann habe ich letztendlich rausgefunden, was mir gefehlt hat. Und dieses Etwas war Jesus. Jesus hat mir in mein Leben gefällt. Und ich habe mich dann bekehrt, habe mich Jesus zugewandt, habe mich taufen lassen. Und danach bin ich zu einem komplett anderen Mensch geworden. Mein altes Ich ist gestorben, mein neues Ich ist gekommen. Ich habe all diese schlechten Gefühle hinter mich lassen können. Ich habe Leute, die ich mit Tastri angeblickt habe, mit Liebe anblicken können, durch Jesus seine Augen. Und ich kann euch das nur empfehlen, auch für euer Leben, dass ihr einfach, das Leben ist viel einfacher zu durchqueren, weil das Leben ist eh schwer. Man kann es sich nicht leicht machen. Das Leben wird eh schwer sein. Nur gehst du es mit Jesus oder ohne Jesus? Und ich kann dir sagen, mit Jesus ist es besser. Yes, himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du gut bist. Wir preisen dich, dass du mehr für uns hast, Vater. Wir preisen dich echt so, dass du kein Gott bist, der irgendwo ganz tief hinten im Himmel ist und da uns irgendwie zuschaut, sondern dass du ein Gott der Transformation bist, Vater, dass du Neues schenkst, dass du Neues schenken möchtest, Herr. Und du siehst jeden Einzelnen hier, du siehst jeden Einzelnen, der auch wirklich hierher kommt, aus welcher Situation auch immer, aus welchem Background auch immer. Und ich bete so, dass du dich jedem Einzelnen begegnest, Herr, weil du es gut bist, Herr, weil du gut bist, weil du uns alle liebst, Herr, weil du mein Leben verändert hast. Und ich glaube, du möchtest ganz viele weitere Leben hier in Nürnberg, Erlangen, Ansbach und Umgebung verändern, Herr. Amen. Hey, ist so schön, euch alle hier zu sehen. Ey, ein bisschen Nebel hier. Ey, aber euch schön, euch alle zu sehen. Ey, und mein Name ist David. Ich habe die Ehre, hier diese... Danke, wenigstens einer. Come on. Hey, ich habe die Ehre, hier diese Jugend dabei zu leiten. Das ist unsere Four-Four-Night. Wir haben die einmal im Monat. Genau. Und wir feiern es mega, dass ihr alle gekommen seid. Yes, ich fühle es immer richtig krass. Heute Morgen war ich ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen lost. Ich war ein bisschen müde. Und wenn ich müde bin, bin ich ein bisschen lost. Und ich habe so unseren Screen angeschaut, ne? Natürlich richtig schön. Aber ich habe irgendwie gedacht, irgendwas passt da nicht. Warum lässt Gott Leid zu und ein Bild von mir? Wow. Das ist der Fehler. Weißt du, und das saß ich so 30 Minuten davor. Hast du gedacht, irgendwas, also ich feiere diesen Screen, aber irgendwas kann man doch da falsch verstehen, oder? White Pain. Warum David Schneider hier? Come on. Nächster Untertitel. Warum? Tut mir leid. Ihr habt Besseres verdient, ich weiß es. Ich kenne dich zwar nicht, aber du hast Besseres verdient. Ey, nee, aber ich freue mich wirklich, heute zu dir reden zu dürfen. Wirklich, ich war heute Morgen echt so 30 Minuten vor dem Bild und habe das so angeschaut. Hast du gedacht, hey, irgendwas, ich finde ihn genial so. Danke nochmal an David. Applaus für David. Hey, aber irgendwas kann man doch falsch verstehen. Aber nee, passt so. Man kann ihn auch verschieden ausinterpretieren. Hey, aber ich habe heute so eine Message mitgebracht. Und ich muss ehrlich sagen, so, ich liebe Predigten, wo ich nicht immer so die leichtesten Worte habe. Also wo ich mir ein bisschen auch schwer tue, die richtigen Worte zu finden. Und ich glaube, so dieses Thema, hey, warum lässt Gott Leid zu, ist genau das Richtige für heute Abend. Und vielleicht kommst du auch selber mit dieser Frage hin und ich glaube auch so in diesem atheistischen Raum, auch so für die Menschen, die Gott nicht kennen, ist es die wohl am weitesten verbreitete Frage. Warum lässt Gott Leid zu? Und ich musste so ein bisschen so meine Teenagerzeit so mich zurückerinnern. und es war auf jeden Fall eine witzige Zeit, aber auch eine sehr, ich weiß nicht, Teenagerzeit ist immer so komisch. Der eine Tag ist geil, der andere Tag ist beschissen, da hast gar keinen Bock mehr auf irgendetwas, dann ist wieder nice und hey, so geht's hin und her. Aber so war auch mein Teenagerleben und ich musste so ein bisschen so überlegen, weißt du, mein Gedanke war, hey, was hat mich eigentlich als Teenager so ausgemacht so? Was hat mich so als junger Mann, als junger, was weiß ich, 16, 17-Jähriger so ausgemacht?
Und ich habe mir auch so die Frage gestellt, warum war ich eigentlich so beliebt damals? Also es soll jetzt nicht irgendwie so selbst so verherrlichend sein, so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie Probleme irgendwie, freitagabends irgendwo allein zu sein, sondern es gab immer Leute, die mich mitnehmen wollten. Jetzt kommt, wartet, bis auf der Grund kommt, okay? Wartet, noch nicht zu forschen, ne? Ich habe mir so ein bisschen gedacht, okay, woran liegt's? Liegt's an meiner Art, an meiner Coolness? Nein, liegt nicht daran. So. Hey, oder liegt es an meinem Charakter, Humor oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, was mich immer so ausgemacht hat, ist, was alle so unglaublich witzig fanden, dass ich manchmal so komplette Blackouts hatte. Also so, weißt du, so komplett, ich war total unberechenbar. Also bedeutet, wir waren ganz normal unterwegs und plötzlich habe ich irgendwelche Sachen gemacht und keiner hat gerafft, warum. Was ist in dir gefahren, Mann? Ich weiß, vielleicht kennst du das. Also ich hatte solche Blackouts, glaube ich, locker 3-mal am Tag. Mindestens. Also was verstehe ich unter Blackout? Ich habe zum Beispiel diesen Fünftklässler gesehen in der Schule und habe die Böller in meiner Tasche gesehen. Und ich habe mir so gedacht, hey, diese Böller, die würden perfekt in seinen Schulranzen reinpassen. Im Nachhinein habe ich es bereut, weil ich habe auch immer so krass Ärger bekommen. Ich hatte so eine krasse Schuldirektorin. Alter, das war echt fertig. Und da muss ich so daran denken, hey, also, tut mir auch mega leid für den Fünftklässler übrigens. Ich habe letztens so ein Gespräch gehabt, das war richtig witzig. Ich habe gepredigt und dass jemand nach der Predigt zu mir hingekommen hat, gemeint, hey David, ich war auch auf dem Hellenstein-Gymnasium. Und ich so, oh oh. Woher kennst du mich? Warum kannst du dich an mich erinnern? Und er sagt so, ja, ich war bei Jugend forscht. Jugend forscht war mein Ziel Nummer 1. Und ich habe direkt so gesagt, als er schon gesagt hat, Jugend forscht, habe ich direkt gesagt, sorry, es tut mir so leid für alles, was ich getan habe. Ich habe jetzt nicht böse gemeint. Aber manchmal war es so ein Moment in mir drin, da habe ich wirklich nicht so darüber nachgedacht, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, wenn du irgendwelche Schulranzen sprengst oder irgendwie irgendwas abfackelst von denen, die finden es meistens nicht so cool. Also habe ich auch, in dem Moment habe ich es nicht realisiert, aber dann, als die ganzen Fünftklässler so geweint haben, da hat es mir auch ein bisschen leid getan, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ich musste halt mich so daran erinnern, als ich so dieses Beispiel hatte, übrigens der Typ mit dem Jugendforsch, der war übelst verdutzt, weil ich hatte einen richtig guten Kumpel und wir haben immer sowas gemacht, also irgendwann war es halt so, ich hatte zu viele Gespräche mit den Schuldirektoren, ich durfte in meiner Schule, durfte ich keinen Mist mehr bauen, weil sonst fliege ich. Was wir dann gemacht haben ist, mein Kumpel, der war auf einer anderen Schule, ich bin in seine Schule gegangen und habe Scheiße gebaut und er ist in meine Schule gegangen. Hey, come on. Und der Typ, den müsst ihr wissen, der ist Türke. Also ich liebe diesen Typen über alles und der nimmt so alles eigentlich so mit, was so ein typischer, das soll jetzt nicht beleidigend klingen, aber so ein Kenneck so mitnimmt. Und dieser Typ, glaubt mir, also der kennt auch den Jugendforschtypen. Und der Jugendforschtyp war so richtig verdutzt und hat mir erzählt, ja, der ist auch jetzt so ein Jesus-Freak geworden wie du. Ich so, okay. Und tatsächlich, das stimmt. Also mein Kumpel, ich habe lange keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, weil er ist ein bisschen auf Abwege gekommen, so ein bisschen Kokain und so, das fand ich nicht so geil. Er hat Jesus kennengelernt. Einfach so random war der in der Kirche. Richtig krass, Applaus für Jesus, oder? Hey. Und war richtig auch eigentlich zugekokst und war so in der evangelischen Landeskirche. Und plötzlich hört er so eine Stimme und irgendwie war keiner im Raum. Und tatsächlich hat Gott zu ihm geredet. Ich weiß nicht, wie das jetzt für dich klingt, aber schon krass. Und dieser Typ, der predigt heute Jesus, ich denke mir so, ich weiß, also Gott schreibt manchmal schon Geschichte und Gott ist schon witzig drauf, finde ich. Also der Typ ist genial. Hey, wir finden es immer noch genial, irgendwelche Schulranzen zu sprengen, übrigens, aber wir sind ein bisschen vorsichtig geworden. Die Blackouts sind noch nicht ganz weg, ich arbeite daran. Manchmal gibt es halt so Momente, wo ich mich nicht unter Kontrolle habe, aber ist erlaubt. Ich habe letztens so eine Studie gelesen, dein Gehirn entwickelt sich weiter bis zu deinem 22. Geburtstag oder halt so, bis dahin hast du immer Probleme auch, zu Themen wie Risikoeinschätzung oder Gefahreneinschätzung. Also dein Gehirn in diesem Bereich entwickelt sich weiter bis zum 22. Geburtstag. Soweit bin ich noch nicht. Bis dahin habe ich eine Entschuldigung, okay? Bis dahin habe ich eine Entschuldigung. Mein Gehirn ist noch nicht fertig entwickelt, okay? Let's go. Hey, come on. Und wenn ich so diese Geschichte mir betrachtet habe, hey, ist mir eins klar geworden. Ich glaube, dass oftmals, wir stellen uns die Frage, hey, wieso gibt es Leid in meinem Leben? Womit habe ich das verdient? Lass mir dir eins sagen. Es gibt Statistiken, die aussagen, dass du für 80% deines Leides selbstverantwortlich bist. 80% deines Leides ist die Konsequenz deiner Entscheidungen, von dem Weg, den du eingeschlagen hast, den bewusst
du eingeschlagen hast. Dafür können nicht irgendwelche anderen Leute was, deine Eltern oder was weiß ich. Gott, 80% deines Leides hast du selbst zu verantworten. Und ich fand es so krass, weil irgendwie stimmt es so, wenn ich so meine Zeit reflektiere, wann habe ich gelitten vom Mathe-Abitur, selber schuld. Hey, wann habe ich gelitten? So weiß ich, musste zweimal die Woche nachsitzen oder so wegen diesen scheiß Schuhranzen. Hey, aber weißt du, das war eine harte Zeit, aber es war eine Konsequenz meiner Entscheidung, okay? Und ich glaube, dass bevor wir wirklich so in dieses Thema hineingehen heute Abend auch, dieses ganze Leitthema, ist mir wichtig, dass ihr eins bewusst seid. Hey, oftmals, Gott ist nicht für 100% deines Leidens zuständig, als einfach eine Konsequenz deiner Entscheidung ist. Du hast dich für den Weg entschieden. Du bist diesen Weg eingegangen, diese Entscheidung hast du getroffen. Ist leider so. Und es ist auch oftmals gut, dass wir in die falsche Richtung laufen. Ich möchte es nicht so sagen. Es ist manchmal auch gut, dass wir Fehler haben, damit wir daraus lernen. Hey, aber wirklich, mach nicht Gott dafür verantwortlich. Ich habe immer Gott dafür verantwortlich gemacht. Ich habe nicht an ihn geglaubt, aber nach meinem Mathe-Abi, Alter Gott, warum bin ich so dumm in Mathe? Ich check das nicht. Was ist das für ein Scheiß, ey? So, weißt du? Aber versteht ihr, dass wir in den richtigen Punkten, ich glaube, wir dürfen vor Gott kommen, aber oftmals müssen wir so reflektieren, hey, ist wirklich Gott dafür verantwortlich? Oder liegt die Entscheidung, die Schuld nicht sogar bei uns? Und wenn wir so in die Bibel schauen, gibt es eigentlich so zum Thema Leid, gibt es zwei prägende Geschichten und die möchte ich euch kurz vorstellen, beziehungsweise nur eine, weil sonst zu viel. Hey, wenn wir so ins Alte Testament schauen, fällt uns Hiob auf. Hiob ist eine interessante Nummer. Kannst du gerne mal 50 Kapitel durchschauen, wenn du Bock hast und Zeit hast für die nächsten 6 Wochen oder so. Hey, aber so die zweite Geschichte, die für mich interessant ist, ist die Geschichte von Josef. Und die Geschichte von Josef finde ich so interessant, weil sie zeigt auf einen Weg des Leidens, der aber dann vollendet wird. Aber nicht im Leid, sondern im Glück. In dem, was Gott vorbereitet hat, in der Berufung, die auch Gott über Josef ausgesprochen hat. Vielleicht kennst du Josef nicht, aber das startet so. Josef war immer schon ein Typ, der viele Träume hatte. Josef war schon immer so ein Typ, der sich, ja, der viel Höheres berufen war. Sag mal so. Das Ding ist, der hat einen großen Fehler gemacht. Er hat seine Träume seinem großen Bruder anvertraut. Wenn ich dir heute eins mitgeben kann, wenn du große Träume hast, hey, du kannst sie mir erzählen, kannst sie den Leuten in der ersten Reihe erzählen, vor allem den Leuten in der ersten Reihe, aber nicht deinem großen Bruder, okay? Weil das endet meistens nicht so gut. Also zumindest bei mir war es so. Mein kleiner Bruder hat ein bisschen gelitten danach. Ich will Fußballer werden. Nein, ich werde Fußballer. Hey, so, weißt du, und nach dieser Geschichte, er erzählt davon, hey, ich habe den Traum gehabt, dass alle von euch sich von mir, von meinem eigenen werden. Wenn es dein kleiner Bruder zu dir sagen würde, deine kleine Schwester, wow, bam. Wer verneigt sich vor dir? Ja, wer? So, weißt du, und es ist so dieser Punkt kommt rüber und was entsteht, ist Neid, es ist Hass, die Brüder hassen ihn und die Konsequenz daraus ist, sie wissen nicht, was sie machen sollen, sie wollen ihn erst töten und dann sagen sie, hey, wir verkaufen ihn in die Sklaverei. Und Josef wird dann in die Sklaverei verschickt nach Ägypten, in ein fremdes Land. Dort wurde er angestellt oder ist Sklave bei Potiphar. Potiphar war ein Kämmerer oder der war Teil der Leibwache des Pharaos. Und dort ist alles gut gelaufen. Ich finde es so interessant, auch so wie die Bibel schreibt, hey, die Gunst des Herrn war inmitten dieser Krise auf Josef. Also bedeutet, nur weil du in der Krise bist, muss es nicht unbedingt heißen, dass Gott sich von dir abwendet. Und es zeigt auch die Geschichte von Josef auch. Und so ging es weiter und wurde befördert und wurde übers ganze Haus gesetzt. Das ganze Haus und hat alles verantwortet, weil er so fleißig war, auch so sich hingegeben hat. Bis zu diesem einen Tag, da kam Potiphas Frau. Das alte Luder. Sorry. Hey, so, weißt du, sie kam zu ihm und hat so gemeint, hey, ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrucken kann, so auf christliche Art und Weise, aber sie will mit ihm schlafen. Das ist gut. So, weißt du? Also so, sie hat einfach Bock auf ihn. Und was Josef macht, wie er einfach auch so ist, ein ganz treuer Knecht und auch ein treuer Angestellter und auch ein treuer Diener Gottes, Halleluja. So, er sagt, nein, ich möchte es nicht. Und er verneint es und es kommt mehrmals zu dieses Who is geil. Sorry. Ey, aber so, weißt du, er verneint es und er wehrt sich dagegen. Und es geht so lange, es wird mehrmals, ist auch geschrieben, dass sie mehrmals auf ihn zukommt, bis zu dem Moment, wo sie wirklich ganz, ganz linke
Frau. So, weißt du, wo sie einfach so sagt, hey, zu ihrem Mann, dieser Typ will mich vergewaltigen oder wollte mich vergewaltigen. Und oha, Bruder, du sagst es, Mann. So, weißt du, und weil sie das nicht bekommt, was sie möchte, lügt sie und sorgt dafür, dass Josef in den Knast geschickt wird. Und spätestens an diesem Punkt, und da kommen wir zu dieser Frage, Gott, warum lässt du das zu? Weil er handelt nach deinem Gesetz, er ist fleißig, er macht, gibt sein Bestes. Und die Konsequenz ist, dass er ins Gefängnis muss. Und dort im Gefängnis geht es weiter. Ist so interessant. Auch im Gefängnis wird er hochgestuft. Er ist dort der höchste Gefangeneninsasse. Also, wie soll ich sagen, er ist der John Abruzzi. Prison Break, okay, come on. So, weißt du, er wird der John Abruzzi, der hat so das Sagen, so in diesem Knast. Und ich finde es so genial, auch, er ist auch dort immer hilfsbereit, er dient auch den anderen Leuten und da kommen zwei Leute auf ihn zu und sagen, hey, ich habe Träume gehabt und er kann diese Träume auslegen, er hatte diese Gabe. Und selbst dann dient er und er sagt, gib den einen Typen mit, der freikommt, nachdem er diesen Traum gedeutet hat, hey, denk an mich, wenn du wieder zum Pharao zurückkehrst. Das war nämlich ein Diener des Pharaos. Denk an mich. Was passiert ist, 2 Jahre vergehen, der Typ hat ihn komplett vergessen, bis zu diesem einen Moment, wo es der Pharao Träume hatte und sie nicht auslegen konnte. So wird dann befreit der Pharao Josef ganz schneller Form und Josef kann endlich so seine Berufung annehmen. Hey, er dient am Hof des Pharaos, der wird der zweithöchste Mann. Nach einer ewigen Zeit, ich glaube über mehr als 17 Jahre, wo er in Sklaverei und in Gefangenschaft war. Und die Verheißung tritt ein, dass seine Brüder zu ihm kommen in einer Hungersnot und sie vor ihm verneigen müssen. Aber die Geschichte sagt eines aus. Warum gibt es Leid? Ich glaube, die Geschichte zeigt 3 Ebenen. Ich glaube, die erste ist das 80-20-Prinzip. Das ist wichtig, dass du es mitnimmst für dich. Wir haben sie auch auf Screen. In vielen Dingen sind wir selber für unser Leid verantwortlich. Ich kann dir so ganz ehrlich so sagen, weißt du, ich bin der größte Bruder, ich bin der älteste Bruder von 3. Und bei uns ging es immer ab. Und vor allem ging es dann ab, wenn... Vor allem, weißt du, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe selber mich auch reflektiert, so, weißt du, ich war mit 16, 17 ein bisschen frustriert, weil nicht immer so alles so eingetreten ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Viele Dinge sind auch einfach schief gelaufen und all das, was ich angepackt habe, irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann kommt mein kleiner Bruder auf mich zu und sagt so, hey David, ich werde übrigens Fußballer. Und die Leute werden mir zujubeln, mein Bruder war da auch ein bisschen... So, und mein Bruder, kann man so sagen, wie man möchte, der hat schon mit krassen Leuten zusammengespielt. Also weiß auch nicht, was bei dem los war. Dem seine Mannschaft, da spielen jetzt Leute bei Bayern München in der U23 mit 16 Jahren. Richtig heftig so. Aber so, weißt du, er hat zwar gut Fußball gespielt, die Resonanz ist, oder das Ergebnis ist, er ist kein Fußballer geworden, spielt irgendwo in der Kreisliga. So, aber so, weißt du, so, ich kann dir eins mitgeben. Hey, es ist nie gut, vor allem wenn deine Brüder eh schon neidisch sind, wenn deine Brüder eh schon checken, so wie bei mir auch, dass die Eltern immer den Jüngsten bevorzugen, dann gibt es Ärger, wenn du deine Träume offenkundig weitergibst, okay? Vor allem, wenn die diese Träume sagen, hey, alle Leute werden sich vor mir verneigen. Und es gibt Rache. Auch bei mir gibt es Rache. Mein Bruder hat am Dienstag Geburtstag. Liebe Grüße auch an dich, Alexander. Und Geburtstag heißt immer so, er bekommt immer ein ganz nettes Geschenk. Nette Geschenke sind so, ja, Insta-Stories von mir, mit den schönsten Bildern von ihnen. Da freue ich mich schon drauf, Alex. So, weißt du, vor allem mein Bruder ist einfach so ein Typ, der hat unglaubliches Meme-Potenzial. Also ich glaube, ich bin auch so ein Meme ein bisschen, so ein wandelndes Meme, aber er ist noch viel schlimmer. So, und ich muss immer so daran denken, es gibt so ein Zitat von unserem Lieblingspoeten oder einem unserer Lieblingspoeten, Michael Schindler, a.k.a. Schindy. Der sagt, hey, droppe ein paar neue Singles und du hast Angst. Das sagt er, genau, ist ein bisschen anders so, droppe ein paar neue Singles und du hast Angst. So, in dieser Betonung so. Und ich muss immer so daran denken, hey, ich droppe ein paar neue Stories und du hast Angst, Alexander. Du hast Angst. Ich seh schon deinen Angstreis. Nee, Spaß, ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich. Ich fördere dich. Du bist mein Next Me. Du bist talentierter als ich wahrscheinlich sogar. Und ich bin gespannt, was Gott für dich tut. Aber diese Insta-Stories kommen trotzdem. Versprochen. Hey, und deswegen, so das Erste, was ich dir mitgeben möchte, so, ich glaube, Leid ist, wie gesagt, so eine Konsequenz von den Entscheidungen, die wir treffen.
Der zweite Punkt ist, oftmals sehen wir Leid in dieser Welt und fragen uns, Gott, warum gibt es das? Wir müssen aber da auch sehen, dass solche Dinge wie Hass, Eifersucht, Neid niemals von Gott gedacht waren. Das waren immer so, weißt du, verstehst du, oftmals sehen wir so die Kriege und die Dinge. Und ich glaube auch wirklich, ich glaube, dass unser Gott ein mitfühlender Gott ist. Dass Jesus auch empathisch war. Er hat sich empathisch gezeigt im Neuen Testament. Und er hat geweint, wenn Menschen gestorben sind. Und das möchte ich dir so mitgeben. Weil oftmals sehen wir so den Kriege, den Hass, den Neid. Aber das sind alles Dinge, die nicht von Gott kommen. Das sind alles Dinge, die Gott in seiner ursprünglichen Art und Weise nicht geplant hat. Wann ist es eingetreten? Als der Mensch sich bewusst gegen Gott entschieden hat. Und einen anderen Weg eingeschritten ist. Und das Ding ist halt, klar, können wir jetzt Gott die Verantwortung geben, aber ich glaube, dass trotzdem jeder Mensch noch den freien Willen hat. Jeder Mensch kann entscheiden, bin ich pro Gott oder gegen Gott? Bin ich pro seine Gebote oder gegen seine Gebote? Und das ist das Grobe. Das ist halt das der Fehler, der passiert. Und der dritte Punkt ist, warum passiert Leid? Ich habe da den krassen Punkt ausgearbeitet. Es gibt keine Erklärung dafür. Das ist die Antwort, die du gesucht hast. Danke. So, weißt du, ich glaube, dass wir manchmal so an einen gewissen Punkt kommen. Weißt du, wir verstehen jetzt auch von der Story von Josef so, hey, ich verstehe, der Typ war übelst hochmütig, der Typ hat definitiv keine Demut gezeigt, der Typ war arrogant, faul, hat nie was gemacht. Und er hat es vielleicht schon verdient, mal so ein bisschen ein Jahr in der Sklaverei. So ein Jahr vielleicht. Vielleicht auch ein zweites, vielleicht auch die vollen 7 gönnen wir ihm. Hey, der ist da gestärkt rausgegangen. Wir sehen da auch eine Entwicklung. Ich sehe da auch wirklich, ich sage das dir nachher auch nochmal, dass die Leidenszeit, die er hat, nicht unbedingt schlecht war für ihn. Aber spätestens an dem Punkt, wo er nochmal ins Gefängnis muss, kommt doch die Frage auf, warum Gott? Ich habe die Antwort gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Tut mir leid. Aber ich möchte dir ein paar Punkte aufzeigen, auch was in Leid geschehen kann. Weil oftmals ist es so, dass wir Leid sehen und dass wir uns selber so die Frage stellen, okay, warum passiert Leid? Lass mir dir eins sagen, ich glaube, dass Leid für unseren Glauben immens wichtig ist. Ist auch für unser Leben immens wichtig. Hey, glaub mir, ich bin nicht unbedingt, weißt du, ich habe vieles gesehen und ich glaube, ich habe, wenn ich jetzt so die Umfrage machen würde, so von den meisten, wer hier in diesem Raum die meisten U20-Beerdigungen miterlebt hat, würde wahrscheinlich ich gewinnen. Und es tut mir auch mega leid und wirklich ist es nicht so, dass ich das leichteste Leben hatte, okay? Aber dennoch ist was in diesem Leid entfacht worden, was mich auf einen guten Weg gebracht hat, was mich auf einen besseren Weg gebracht hat. Und ich glaube, dass wir öfters auch mal das einfach so sehen müssen. Hey, im Leid ist nicht nur Negatives. Leid ist schwer, Leid tut weh, Leid ist auch wirklich manchmal nicht mehr auszuhalten. Aber da ist auch eine Chance drin. Und darüber möchte ich heute reden. Ich glaube, so was kann im Leid passieren? Ich glaube, so, das ist die nächste Folie. Ich glaube, was im Leid immer so geformt wird, ist unser Charakter. So, was im Leid definitiv geformt wird, ist unser Charakter. Leid passiert und es geht in zwei Richtungen. Manche Leute werden komplett crazy. Manche Leute nehmen echt, sind verletzt und wirklich so, ist auch voll verständlich. Und tragen gewisse Wunden mit sich rum. Und andere haben positive Entwicklungen durch diese Zeit durchgetragen. Ich habe Verständnis für beides. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich mich auch selber so einschätze, ich glaube, dass ich gerade in diesen tiefen Tälern unseres Lebens wurde mein Charakter so geformt für Besseres und so auf einen besseren Weg gebracht. Wenn Leute mich heute anschauen und so mich vergleichen mit meinem 17-jährigen Ich, können die es oftmals nicht glauben. Aber ich möchte dir eins zu sagen, so dieser Charakter, und ich, wie gesagt, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe noch einiges vor mir. Ich habe einiges, woran ich arbeiten muss, so. Aber dieser Charakter wurde definitiv nicht in Hochzeiten geformt, sondern in Tiefzeiten. Und genauso auch bei Josef. Es ist so interessant, so wenn wir uns die anschauen, so sein 17-jähriges Ich, was seinen Brüdern so erzählt, hey, ihr werdet alle vor mir verneigen. Und dieser über Mitte 30-jährige Mann, der am Hofe des Pharaos steht, sind zwei komplett diverse Personen. Wir sehen zum Beispiel auch, so Josef hat mit 17 Jahren nie den ich muss einen anderen Begriff finden. Hat nie was gemacht. Er war faul. Weißt du, es ist ein komplett Ding. Und jetzt lesen wir plötzlich, dass er bei Potiphar hochgesetzt worden ist, weil er fleißig war und weil er sein Bestes gegeben hat. Und auch, ich finde es so interessant, weißt du selbst, vielleicht kennst du das, wenn du mal gar keinen Bock mehr auf irgendwas hast, weil einfach alles gegen dich spricht.
Diesen Moment hat Josef auch. Und er kommt ins Gefängnis. Und das Erste, was er macht, ist, er wird auch dort befördert, weil er immer stets wie sein Mitmenschen da war. Oder andere Charaktereigenschaften, so Demut zum Beispiel. Ich stelle mir so die Frage, okay, wenn du selbst, es so, weißt du, wenn du arrogant bist zum Beispiel, ich glaube, dass du es niemals weit bringen würdest am Hof des Pharaos. Weil wenn du eine dumme Aussage triffst, und Josef hat ziemlich viele dumme Aussagen getroffen, kann es sein, dass eben was ganz Dummes passiert. Ich glaube, dass er gerade in dieser Season auch Demut mitbekommen hat. Und auch zum Beispiel auch so, es ist interessant, so ist diesmal ganz versteckt auch, dass immer ganz versteckte Details so, lest dir mal die Story durch von Kapitel 37 bis 41, was in Kapitel 37 über ihn geschrieben wird, was in Kapitel 41 mit ihm geschrieben wird. So interessant auch so, hey, da steht in Vers 38, der Geist Gottes war in ihm. Das stand davor nie drin. Wann war der Geist Gottes in ihm? Kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und das ist so die Entwicklung, die wir sehen in seinem Charakter. Ich finde es so interessant, was wirklich so passiert. Hey, der zweite Punkt ist, hey, wir richten uns neu aus. Ich glaube, dass im Leid auch oftmals so eine Chance drin ist, dass wir uns neu ausrichten. Ich glaube, dass immer in jeder Leidenssituation auch ein Punkt ist, wo wir hinkommen können und sagen können, hey, ich richte mich neu aus. Ich gehe einen neuen Weg aus. Ich gehe nicht mehr den gleichen Weg. Glaub mir, ich bin 5-mal gegen die gleiche Wand gelaufen. Ich habe erst in der Leidenszeit gemerkt, ich will hier raus. Hab gecheckt, ich muss durch die Tür da, nicht mehr durch die Wand. Hey, ich muss nicht mehr diesen Weg einschlagen, den meine Kumpels einschlagen, sondern ich gehe die andere Abbiegung. Wann habe ich das gelernt? Nicht in dieser Zeit, wo es mir gut geht, sondern wo es schlecht ging. Der dritte Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, ich glaube, ich habe auch in der Studie durchgelesen, mir war es voll wichtig, auch ein bisschen euch ein bisschen was an Input weiterzugeben. So, wenn wir so die letzten 100 Jahre uns betrachten, so wann war denn wo war das größte Leid zu spüren? Wo war denn wirklich so, also was ist das Krasseste, was der Mensch jemals getan hat in diesen 100 Jahren? So von Ekelhaftfaktor, vom Leidfaktor, von dem, wie es weh tut. Ich würde tatsächlich aufs Konzentrationslager zeigen. Das sind krasse Dinge passiert. Das sind wirklich, die Menschen wurden herabwürdigend, demütigend. Also und vor allem auch hier behandelt. Und mir kommen die Tränen, wenn ich das sehe. Und wenn ich so auch wirklich so no joke, wir hatten letztens so einen genauen Einblick darin, was da wirklich passiert ist. Und da hat unser Dozent einfach so 10 Minuten davon erzählt, was in den KZs wirklich passiert ist. No joke, jeder hat geweint. Also das Krasseste, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, waren die KZs. Und ich habe euch eine Person mitgebracht heute auch, der ist Viktor Frankl. Wichtiger Name auch, das ist ein Psychologe, der sich gerade mit diesem ganzen Thema Leid auseinandergesetzt hat. Also wenn irgendjemand was wirklich über Leid sagen kann, dann diese Person doch, die dem härtesten Leid ausgesetzt war. Und ich möchte auch wirklich so nichts herabwürdigend behandeln, was dir so widerfahren ist. Hey, vielleicht hast du enge Personen und so weiter auch verloren. Vielleicht sind dir ganz schlimme Dinge passiert. Aber ich möchte dir wirklich so sagen, nimm dir wirklich so diesen, was der Viktor Frankl so sagt, ist so wichtig. Und so auch so krass prägend, weil er sagt, hey, im Leid ist gut. Leid ist gut. Und wie kommen wir durch das Leid durch? Gut durch. Und weil es nicht, wie wir gut durchkommen, so, sondern, hey, so dieser Punkt. Was finden wir im Leid, was wir sonst nie finden? Und er sagt was, was ich interessant ist. Wir finden im Leid den Sinn. Wir finden den Leid, den Sinn für unser Leben. Wir finden im Leid den Sinn auch für das Leid. Und das finde ich so interessant, so diesen Punkt so. Weil ich habe jetzt so selber so die Frage gestellt, wann stellst du dir wirklich so die Frage, hey, was geht eigentlich in meinem Leben ab? Was soll ich eigentlich aus meinem Leben formen? Was soll ich aus meinem Leben machen? In den Momenten, wo es dir gut geht oder wo es dir schlecht geht. Und glaub mir, ich wünsche mir auch einfach für dich, so egal wo du gerade bist und wo du gerade herkommst, ich wünsche mir einfach so, die zwei wichtigsten Tage eines Menschen sind einmal der Tag, wo er geboren wird und einmal der Tag, wo er erkennt, warum. Und ich wünsche mir einfach so, auch wenn du gerade durch eine Leidenszeit durchgehst, dass du dieses Warum checkst. Dass du auch erkennst, dass da mehr ist für dich. Hey, es hat mein Leben so komplett auseinandergenommen. Positiv. Als ich so gecheckt habe, hey, das ist mehr für mich. Hey, das nicht nur jedes Wochenende feiern gehen,
jedes Wochenende irgendwelche Jugendforschleute zusammenschlagen oder so. Sorry. Hey, so weißt du, das ist mehr für mich. Das ist mehr. Jugendforsch bekommt es gerade echt ab. Es tut mir mega leid. Ich setze mich dafür ein. Ich gebe da eine Spende jetzt bald ab. Hey, so weißt du, so, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber so, hey, es ist mehr für mich. Und oftmals ist es so, dass wir unser Leben entlanglaufen, vielleicht kennst du das auch so, und in unserem Leben ist so viel Instagram, so viel TikTok, hey, und noch voll viele Dinge, die uns einfach ablenken und die uns vom wirklich Wesentlichen abbringen. Weißt du, ich kann mein Leben als 16-, 17-Jähriger, bin ich einfach so durchgelaufen und ich wusste nicht mal wohin, weil ich einfach mich zugetrönt habe mit allem Möglichen. Hey, du gehst feiern, ist schön, dass du feiern gehst. Hey, du gehst auf Instagram, du zockst, hast FIFA 16 geholt, was weiß ich, alles geniale Dinge. Aber sie sind in erster Linie nur Ablenkung, die davon abhalten, den wahren Lebenssinn zu finden. Ich finde es so interessant, was dieser Viktor Frankl sagt. Check den Namen aus. Psychologe, der im KZ war. Und der vierte Punkt ist, ich finde es wirklich so auch wichtig, auch dieses mitzugeben. Wir haben in der westlichen Welt haben ein Problem. Für uns ist Gott, also theoretisch, ich glaube fest daran, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, von jedem einzelnen Stern, von Sonne und Mond. Aber hier in dieser westlichen Welt ist so, Gott spielt für uns nur eine Rolle, wenn wir ihn brauchen. Und es sind halt eben viele Dinge reingekommen, die uns den weiß ich, wer auf deinem Lebensthron sitzt. Aber ich möchte dich so einladen. Ich glaube, dass in dieser Leidenszeit, vielleicht gehst du gerade auch durch, ich glaube, dass da ein Gott wartet. Weißt du, für mich war Gott nie eine Option. Ich habe, meine Eltern haben das mir zwar gelehrt, ich habe es aber nie gecheckt und ich habe mich so gefragt, warum denn? Bis zu einem Moment, wo ich nicht mehr weiter wusste, wo ich nicht wusste, hey, wohin soll es eigentlich gehen? Und ich glaube, dass gerade so diese Momente auch dafür geschaffen sind, dass wir das Beste erkennen, was auf uns wartet. Das Beste. Hey, the best is yet to come ist kein Motivationsspruch. Ich glaube fest daran, dass the best Jesus ist und er ist auf dem Weg, dir zu begegnen. Und es ist so die Botschaft, die ich predige. Und dies ist auch die Botschaft, weil ich möchte doch das, was mir widerfahren ist, das Beste, was mir widerfahren ist, möchte ich doch nicht für mich behalten. Was wäre ich für ein Typ? Ich möchte es mit euch teilen. Ich glaube, dass da mehr ist. Dass dieser Gott dir begegnen möchte. Und das war wirklich so, dieser Gott wirklich so auch wirklich mehr hat für dich. So, wie kommen wir durch dieses Leid durch? Jetzt ist die nächste Frage. Wie kommen wir durch dieses Leid durch? Weil ich möchte dir eine Botschaft mitgeben. Bisschen frustrierend, aber ich habe es dann auch erst gecheckt. Ich habe erst gedacht, okay, wenn ich jetzt Jesus mein Leben gebe oder Gott mein Leben gebe, dann gibt es kein Leid mehr. Es gibt Leid noch. Habe ich gecheckt jetzt mittlerweile. Und es kommen halt eben Situationen, mit denen ich nicht rechne. Und es kommen Situationen, wo ich mir selber so die Frage stelle, warum habe ich das verdient? Und das sage ich dir als zukünftiger Pastor, dass ich eben auch Probleme in dieser Hinsicht habe. Dass ich viele Dinge nicht checke. Und dass viele Dinge einfach auch so, weißt du, ich stelle mir so viele Fragen auch. Das Ding ist, Leid ist halt eben da, solange wir noch auf dieser Welt sind. Wir sind immer noch getrennt von Gott. Wir haben zwar die Zugangsmöglichkeit zu ihm, aber alles Leid wird erst beendet werden nach unserem Leben, glaube ich. Wenn dann das Beste wartet, was uns erwarten kann. Und so deswegen müssen wir uns dafür wappnen, hey, was und auch ausrüsten, hey, wie kommen wir durch dieses Leid durch? Und da möchte ich dir ein paar Punkte mitgeben. Weil wirklich, mir ist es so wichtig, dass es rüberkommt. Leid wird immer in deinem Leben existieren. Es ist die Frage, wie du damit umgehst. Ich glaube, dass unser Leben zu 10% aus den Ereignissen besteht, die uns widerfahren. Tragische Momente, traurige Momente, Momente, wo wir nicht weiter wissen. Zu 90% aber, wie wir damit umgehen. Es ist so wichtig, wie wir damit umgehen, dass wir richtig umgehen mit Leid. Weil Leid kann so zerstörerisch sein. Weißt du, ich habe ganz viele Freunde gehabt auch. So mein Freundeskreis, so wenn ich dir so sagen könnte, was mein Freundeskreis mit 17 Jahren war. Wir hatten alle die gleichen Dinge, wir hatten die gleichen Interessen. Wir hatten alle Probleme mit unseren Vätern. Wir hatten alle übelst die Schuldgefühle. Weil wir gedacht haben, dass wir verantwortlich sind für die Situation in unseren Familien. Dass die Schuld auch wirklich so ist, in vielen gewissen Momenten. Weißt du, und das macht dich kaputt. Weißt du, mein bester Kumpel, jeder hat sich so gefragt, hey, warum tickt er so? Warum ist er so komisch drauf? Warum kann er es nicht aushalten ohne Gras und andere Drogen? Viele von ihnen wussten nicht, dass er mit 12 Jahren seinen kleinen Bruder verloren hat. In einem Freibad,
Er ist einfach ertrunken. Und viele Leute fragen sich so, warum ist es passiert? Und es tut mir so leid für ihn, weil ich weiß, dass er sich die Schuld dafür gibt. Und viele Leute von außen haben es nicht gecheckt, haben ihn fertig gemacht und haben wirklich so mit dem Finger auf ihn gezeigt, haben so gesagt, warum machst du das? Aber ich möchte dir so sagen, es ist so wichtig, wie wir mit unserem Leid umgehen. Es gibt immer eine Option raus. Es gibt immer einen besseren Weg. Es gibt immer einen Weg, der nicht Droge heißt. Es gibt immer einen Weg, der nicht irgendwie falsche Beziehungen, falsche Freunde heißt. Es wartet ein anderer Weg auf dich. Ich glaube, dass wir drei Elemente haben müssen. Der erste Punkt ist Dankbarkeit. Das gibt Viktor Frankl mit. So, man stellt sich doch die Frage, hey, wieso kommen manche Leute besser durchs KZ durch, manche Leute gar nicht, manche werden psychisch so zerstört. Viktor Frankl gibt es mit Dankbarkeit. Dankbar in den Momenten zu sein, wo eigentlich alles gegen dich spricht. Immer wieder die Punkte zu gucken und zu schauen, hey, wofür kann ich dankbar sein? Das macht so einen elementaren Punkt aus, wenn du nicht nur auf das Negative fokussiert bist, sondern auf das Positive. Der zweite Punkt ist Gemeinschaft, Community. Und das sind alles Faktoren, die eine Resilienz erzeugen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff in der Psychologie, für dich jetzt auch nochmal, für deine Schule wichtig, Resilienz. Merk dir diesen Begriff. Einfach Resilienz im Leid, also Durchhaltevermögen im Leid. Gemeinschaft mit den richtigen Personen. Und ich möchte dir wirklich so sagen, nicht Gemeinschaft, nicht irgendwie Freunde, denen du dich anvertraust, sondern wirklich die richtigen Leute. Weil das Ding ist, weißt du, ich kenne ja mein 17-jähriges Ich. Und ich habe Gemeinschaft gesucht. Und ich habe die auch in der Gruppe gefunden. Das Problem war, wir hatten zwar alle die gleichen Probleme, aber irgendwie sind wir nur im Kreis gedreht. Es war für einen kurzen Moment gut, aber ich habe irgendwie so gecheckt. Irgendwie schaffe ich es da nicht raus mit denen. Ich weiß, das ist mehr für mich. Das ist ein gutes Leben für mich. Hey, ich kann eines Tages wieder lachen. Ich kann eines Tages wieder Freude haben. Aber das fühle ich nicht in dieser Community, nicht in dieser Gemeinschaft. Und ich möchte dich so einladen. Hey, Kleingruppen sind kein Ding, wo wir uns so sagen, hey, das machen wir, weil wir sonst nichts zu tun haben. Ich glaube, wir sind alle auf ein Ziel hinaus. Wir wollen Jesus näher kennenlernen und wollen wirklich das Maximum für unser Leben rausholen. Und das ist der richtige Weg. Und glaub mir, es ist immer wieder so gut, wenn du einfach so ein positives Ziel hast für dein Leben. Das ist nämlich mehr für dich. Und du schaffst es raus. Du schaffst es raus. Du kannst es mit den richtigen Leuten an deiner Seite. Weil ich glaube, das ist mehr für dich. Und für mich der dritte Punkt auch so wichtig. Ich glaube, dass in all diesem Leid, ich habe letztens wieder so ein Zitat so gelesen, was ich dir mit dir teilen möchte, Gott auf dich wartet. Und es tut mir mega leid, wenn du jetzt völlig überfordert bist mit dieser ganzen Gott-Thematik. Du denkst dir so, hey, was will jetzt dieser Gott von mir? Aber es gibt so ein Zitat, was ich mit dir teilen möchte von C.S. Lewis, wo es heißt, hey, unseren Freuden flüstert Gott lauter, flüstert Gott. Gott spricht in unser Gewissen. In unserem Schmerz aber schreit er laut auf. Das sind die Megafone für eine taube Welt. Gott flüstert in unsere Freude. Gott spricht in unser Gewissen und er schreit laut auf in unserem Schmerz. Und das ist der Gott, den ich dir heute vorstellen möchte. Weil es ist so ein Prinzip, was auch so ein wirklich so ein Prinzip, was die Bibel immer so lehrt, ist, Gott ist ein Gentleman. Hey, wir haben die Möglichkeit zu bitten und wer bittet, dem wird gegeben werden. Wir haben die Möglichkeit zu klopfen, Matthäus 7, und dem wird aufgetan. Hey, wir haben die Möglichkeit zu suchen und die werden finden. Und ich glaube, dass das drei Adjektive sind, Verben, die auf Gott hinweisen. Weil Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen. Gott erfüllt Dinge, wenn wir ihn bitten. Und Gott macht die Tür auf, wenn du anklopfst. Das Ding ist, wir müssen erstmal zu diesem Punkt geführt werden, wo wir anklopfen. Und wie geht es, David? Wie geht es? Glaub mir, es ist mir so wichtig, dass du es rüberkommst und vielleicht gehst du auch heute Abend nach Hause und ich möchte dich so einladen, wenn du so auch wirklich gerade mit Leid zu kämpfen hast. Es ist ganz simpel, meistens simpler als gedacht. Und oftmals habe ich so die Frage, wirklich so, ich stelle mir diese Frage auch, warum gibt es Leid in dieser Welt? Warum ausgerechnet mir? Gott, mache ich irgendwas falsch eigentlich?
auch heute noch. Ich gebe mein Bestes wirklich so, auch zwischenmenschliche Beziehungen. Bekomme ich die Nachricht, dass Freunde von mir, die ich eigentlich Brüder genannt habe, sich von mir abwenden. Und ich stelle mir die Frage, okay, liegt es an mir? Und in das Neid hochgekommen. Sie haben angefangen, also wirklich Brüder, die ich seit meiner Kindheit kenne. Sie haben angefangen, sich mit mir zu vergleichen. Und da kommt Neid hoch. Und das, was das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn Leute sich abwenden. Und ich stelle mir die Frage, was habe ich jetzt gemacht? Und für mich ist einfach, du fühlst dich allein, du kommst nach Hause und keiner ist da. Ich bin mit Leid ausgesetzt. Ich habe auch einen kleinen Jungen zum Beispiel, den ich über alles liebe, wo ich auch so sage, hey, wenn es in meiner alten Gemeinde jemanden gibt, den ich so als meinen kleinen Bruder bezeichnen würde oder gerne bezeichnen würde, dann ihn. Weil er nimmt Freude mit, nimmt alles mit, was so, ach, so, ich bin so begeistert von ihm. Plötzlich kommt der Anruf, dass er einen Tumor hat. Ich so, Gott, warum? Warum? Warum ausgerechnet er? Und ich möchte dich so einladen, so, gute Nachricht, der Junge wurde geheilt. Aber so, weißt du, es ist trotzdem so ein Moment. Und ich möchte einfach so dich, manchmal müssen wir zu diesem Punkt kommen, wo wir uns hinknien, wo wir so sagen, Gott, ich weiß, ich habe mich seit 6 Monaten nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht mal, ob du mir zuhörst. Ich weiß nicht, ob du mir zuhören möchtest. Aber ich komme jetzt zu dir. Ich weiß nicht, ob du existierst, aber ich lege dir mein Leben neu hin. Ich lege dir mein Leid hin. Und ich möchte wirklich so bitten, dass du mich begleitest, dass du mich durchträgst, dass du mich davon befreist. Leg Gott dein Leid hin und schau zu, was er macht. Es ist so ein Unterschied, ob du allein da durchgehst oder ob der Gott, der Schöpfer der Welt, mit dir ist. Glaub mir, das ist befreiend, wenn ich weiß, ich bin nicht mehr allein, sondern mein Gott ist für mich. Das trägt mich durch das Leid durch. Das macht einen definitiven Unterschied. Hey, das macht mehr für mein Leben. Hey, lass uns mal kurz alle aufstehen. So. Mir ist es so wichtig, dass so ein Punkt rüberkommt. Weißt du, wenn Schmerz in deinem Leben ist, weißt du, wenn Schmerz in deinem Leben vorhanden ist, ist immer noch deine Entscheidung, was du daraus machst. Ich möchte dir heute keine Entscheidung aufzwingen. Ich möchte dich nicht irgendwie sagen, hey, geh in die Richtung oder mach dies und jenes. Es ist deine Entscheidung. Aber ich möchte dich auf eins hinweisen. So. Ich glaube, dass dieser Weg, den du vielleicht einschlägst, nicht unbedingt immer der beste ist. Weißt du, ich habe dieses Leid verspürt in meinem Leben und sind viele Dinge passiert. Und ich habe den falschen Weg gewählt. Und ich habe gedacht, okay, dieser Weg, der tut mir gut. Aber er hat mir nicht gut getan. Vor allem auch so in diesem Punkt der Gruppen. Hey, so, man sucht sich immer Leute, mit denen man gleichgesinnt ist, die gleichen Beschwerden haben. Und meistens ist es doch so, dass wir diese Gruppe haben und denken, ja, die tun uns gut. Mit denen fühle ich. Das fühle ich, was die leben. Aber oftmals ist es doch so, dass wir diese Gruppen zwar haben, aber sie uns eigentlich nicht irgendwie weiterhelfen, weil wir uns nur im Kreis drehen. Wir wollen eigentlich raus aus diesem Teufelskreis. Aber wir greifen immer wieder zu der gleichen Mitte und den gleichen Weg gehen wir. Weißt du, wir gehen immer wieder in den gleichen Weg in Alkohol hinein. Wir gehen immer den gleichen Weg in die Drogen hinein. Hey, wir suchen uns Gruppierungen. Aber eigentlich erreichen wir so nicht unser Ziel. Weil der Ziel ist doch, rauszukommen aus diesem Schmerz. Raus in ein besseres Leben. Raus aus den Drogen. Raus aus der Abhängigkeit. Und ich möchte dich so einladen. Weißt du, es ist dein gutes Recht, das einzuschlagen, diesen Weg. Aber ich glaube, es gibt einen besseren Weg für dich. Weißt du, ich glaube, dass da mehr für dich ist. Und glaub mir, ich habe alles ausprobiert, um diesen Schmerz in meinem Leben hier zu tilgen. Ich habe mir Freunde gesucht, die mir nicht gut getan haben. Ich war so besoffen, Mann. Mann, ich habe so viele Dinge falsch gemacht. Ich habe gedacht, okay, dieser Schmerz in mir ist, der wird getilgt dadurch, wenn ich anderen Leuten Schmerzen tue. Aber dem war nicht so. Weil ich habe einfach gemerkt, es tut zwar für einen kurzen Moment gut. Und ich gehe in diesen Kreis. Aber ich merke, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Weißt du, und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und es ist so strange, weil ich eigentlich diesen Jesus komplett verleugnet habe. Weil ich immer wieder gesagt habe, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Weil ich immer wieder auch Gedanken in mir hatte, hey, dieser Jesus, dieser Gott, der muss doch mit seinem Finger auf mich zeigen und sagen, du bist ein Scheißsünder, du hast alles verdient, was dir widerfahren ist. Alles. Hey, Karma,
Ich habe Karma verdient. Ich habe schlechte Dinge gemacht. Ich habe deswegen schlechten, noch mehr schlechte Dinge verdient. Karma. Aber was es dann alles auf den Kopf gestellt hat, war, dass dieser Jesus zu mir kam. Dass ich diesen Jesus kennengelernt habe. Und er mit seinem Finger auf mich zeigt und sagt, hey, dich liebe ich. Dich will ich. Ey, das ist mehr für dein Leben. Du, ich möchte dir ein neues Leben schenken. Einen neuen Beginn. Mehr für dich. Und ich glaube, das warten auf ganz viele Leute heute auch hier. Ich glaube, das ist mehr für dich. Hey, ich glaube, dass da wirklich Gott dir begegnen möchte. Hey, wir können uns heute nach ihm ausstrecken. Wir können heute sagen, Gott, komm hinein. Komm in mein Leben. Ich möchte nicht mehr im Kreis laufen. Ich möchte raus in ein neues Leben. Ich möchte mehr. Und ich glaube wirklich so, lass uns mal unsere Augen schließen, dass ganz viele Leute heute hier sind. Ich glaube, heute war es ein neuer Tag für dich. Ein neues Leben. Das ist mehr für dich. Hey, wenn es so bei dir ist und du sagst, hey, ich möchte dich Jesus kennenlernen. Ich möchte mehr für mein Leben. Streck kurz deine Hand aus. Für mich, damit ich einfach für dich beten kann. Du sagst einfach so, ja, ich möchte einen neuen Weg einschlagen. Ich möchte neu mehr für mein Leben. Ich möchte wirklich nicht mehr in diesen Kreis laufen, wo ich nicht mehr rauskomme, diesen Teufelskreis, wo ich mich immer gleich in Stelle bewege. Danke für eure Hände, so viele Hände, danke. Hey, ich bete für dich. Himmlischer Vater, wir preisen dich. Du bist gut, du bist treu. Vater, wir sehen es wirklich so für unser Leben, dass du ein Gott der Transformation bist. Dass du wirklich so sagst, ja, ich liebe dich. Dass du wirklich so jedem Einzelnen hier aussagst, ich liebe dich und ich ziehe dich da raus. Ich glaube wirklich so, dass du uns im Schmerz begegnen möchtest. Und dass wirklich dann im Schmerz das Beste auf uns wartet. Nämlich du, eine Beziehung mit dir, Herr. Das ist das Beste für uns. Und ich bete wirklich so, komm hinein. Nimm unsere Sünden, nimm unsere Fehler, nimm all das, was uns trennt. Wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir für ein neues Leben, für mehr, Herr. Du bist König, du bist Gott. Das proklamieren wir aus für Nürnberg, Erlangen, Ansbach, Herr. Über ganz Deutschland. Wir wollen mehr von dir. Gott, komm herab. Amen. Und ich würde es dir nochmal so sagen. Hey, ich glaube wirklich, so keine einzige Minute zu verschwenden. Wie keine einzige Minute hat Gott nicht vergessen. Gott ist hier und er möchte mehr für dich. Hey, Gott ist hier und möchte dir begegnen. Und es möchte jetzt in diesem Song aussingen, dass Gott hier ist. Öffne dein Herz wirklich für ihn. Öffne so dein Herz für mehr von ihm. Ich glaube, dass wirklich Gott dir begegnen möchte. Gott ist hier. Gott ist real. Gott ist erfahrbar. Gott kommt zu dir. Das Beste ist jetzt gekommen. Das Beste ist Jesus. Und er rennt zu dir. Danke, Jesus. Was I forsaken, the Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this shadow.
Wir sehen uns so sehr nach deiner Gegenwart. Und wir strecken uns wirklich aus und sind bereit für das, was du tun willst heute Abend. Gott, du bist so gut und du stehst über allem und wir wollen dich wirklich erheben. Heiliger Geist, wir sind bereit für das, was du vorhast. Und wir sagen, wir gehören dir heute Abend. Wenn du magst, streck doch mal deine Hände aus, so einfach geh in diese Empfangsposition, hey, ich bin bereit für das, was du heute für mich hast, Heiliger Geist. Komm du, Jesus, komm du, Jesus. Die Atmosphäre ist sehr nah unter uns. Wir sehen seine Wirklichkeit, denn der Geist ist sehr nah unter uns. Die Atmosphäre ändert sich, denn der Geist ist sehr den Raum unser
komm, begegne uns. Komm, begegne uns. Schenkt sie bis auf Gottes Sohn. Nicht verdienbar ist der Weg zum Vater, denn nur das Kreuz ebnet uns den Weg. Schau auf zu dem Höchsten. Oh, die Tore sind offen.
das Dunkel wird, weil eine Wahrheit strahlt. Weder hoch noch tief, keine Macht der Welt trennt uns dem, der liebt. Was auch starb's für mich im Kreuz, damit ich lebe in der Freiheit, die du gibst. Weil ich dein Eigen bin, hör ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Würdig bist nur du, das Lob, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob. Du verdienst es nur, würdig bist nur du.
das Lob. Gott, der über alle steht, wie im Himmel, so auch auf Erden, sei dein Name hoch erhöht. Du allein verdienst das Lob. Gott, der über alle steht, wie im Himmel, so auch auf Erden, sei dein Name. Also falls ihr Gebet braucht, kommt nach vorne, kommt zu mir und Silas, das ist Risa und Cassandra, hier die beiden, und lasst für euch beten. Hey, ihr müsst nicht allein durch euren Schmerz durchgehen. Und lasst es mal richtig feiern jetzt, come on! Hey, ich will euch hören, okay? Sag, komm.
gesagt hat, lass mir raus. Aber Leute, ey, gib mal Jesus den fettesten Applaus. See the sun now bursting through the clouds, pink and white, tints of color all around. All is new in the Savior I am found. Nochmal, see the sun. Sonst, Leute, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.